Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Futschel spielt Modpack. Letztes Mal haben wir ja schon so einiges geschafft. Und nebenbei war ich schon fleißig am Minern. Also das kann man sich tatsächlich sparen. Und meine Mädels haben auch schon fleißig Sachen gesammelt. Wir können weitermachen, was unsere Tinkerschmiede angeht. Wir können dann das Meltery weiterbauen, wir können uns einen tollen Ofen dazu bauen, also das wird richtig, richtig witzig. Wir können tatsächlich wieder ganz viele tolle Sachen machen. Und hier bei uns auf dem Server ist die Hölle los. Man sieht, mein Schmiedebauplatz ist quasi zugewuchert. Ich kann mittlerweile auch, weil ich ein paar Bäume gepflanzt und gefällt habe, was ja auch elendig Zeit frisst, endlich an meinem Haus weiter basteln. Ja, weil ich das passende Holz gefunden habe. So, wie gesagt, ja, ich kann auch da an meinem Haus weiterbauen. Ein paar Kleinigkeiten haben wir hier schon geschafft und gemacht. Die habe ich mir schon mal gegossen, die Ingot Cast. Ist ganz einfach an und für sich, hier auf den Table ein Barren jeglicher Art. Im Idealfall geht ein Ziegel. Oder etwas, was nicht so hochwertig ist. Also ich hatte da jetzt einen Zinnbarren drauf liegen, das ist alles halb so wild. Das frisst nicht so viel. Smeltery mit Gold gefüllt, zack, ausgegossen, fertig. Das gleiche machen wir gleich nochmal mit sämtlichen Flint-Sachen, damit wir die Sachen hier fertig haben. So viel Gold haben wir hier denn jetzt noch drin, ne? Zwei Goldohr, das lohnt sich also nicht, die da rauszupulen. Dann nehme ich lieber erstmal hier 15 Gold raus. Die schmeißen wir hier schon mal rein. Sonst dick ist uns dick nicht einfach. Das ist auch schon eine einfache Tool Rod, ne? Die können wir da auch schon mal reinlegen. Klack. So. Und wenn das gleich flüssig ist, können wir uns da auch schon eine Form für gießen. Und wenn wir uns hier jetzt die Flint dazu nehmen, ist das schon ein Flint? Ne, das ist eine Iron Tool Rod. Die behalten wir dann natürlich drin. Und das ist ein Iron Tough Binding. Das wäre mir zu teuer wertvoll. So, das ist die kleine Tool Rod. Das haben wir schon. Das hier ist die große. Die bauen wir natürlich aus Flint nach. Weil es einfach nicht so viel kostet. Gehen wir hier mal alles durch. Zack. Schön ganz viel Flint machen, damit wir das alles aus Gold gießen können. Und stellen fest, hier für den Axt bräuchten wir sogar 8. Den Axtkopf. Hier geht das gerade, da brauche ich genau noch 2 für. Und hier auch, dann bleibt jetzt ein Flint über. Ich hoffe, das... Ne, reicht nicht. Aber macht nichts, wir haben jetzt erstmal ganz viel, was wir gießen können. Das ist schon mal eine schöne Sache. Wieso nicht? Moment, ich brauche dafür eine freie Hand, ne? Brauche ich nicht. Okay, geht wohl nicht mit dem Stick. Dann bauen wir uns das doch aus Flint. Kenne ich nix. Den einfachen. Ein Flint. Klack. Dann haben wir das auch. Und schon haben wir Tough Tool Rod Cast. Kann hier in die Pattern Chest. Dann können wir uns nämlich später aus jedem Metall die Sachen gießen. Finde ich persönlich ganz praktisch. Dann kriegt man auf jeden Fall haltbarere und wertvollere Sachen hin. Sammeln tun wir die hier schön in der Pattern Chest. 7 Ingots haben wir noch. 7 Ingots? 7 Ingots haben wir noch drin.
Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt sind noch 5 drin, also 2 brauchen wir immer. Dann können wir gleich noch die ganzen Erze nachpacken. Ich hatte doch auch noch Gold gefunden. Ist das hier in meinem Backpack drin? Ja, hier, guck. Nehmen wir doch das aus meinem Backpack dafür. Müssen ja auch schon gar nicht mehr ganze Blöcke bei rumkommen, weil wir jetzt ja die Pattern-Platte haben, also die Gussplatte. Ja, hier für Barren, den Ingot-Cast. Das heißt, wenn kein ganzer Block bei rumkommt, können wir trotz alledem können wir trotz allem die Barren gießen. So, jetzt ist mir die Musik ein bisschen zu laut. Warte mal ganz kurz. So. Ja, er verhackt das Bild dabei dann immer. Das macht aber nichts. Es ist ein schönes Hintergrundbild geworden. So. Flint Shovel Head. So, da gibt es auch wieder eine schöne Pattern für. So. Zack. Also auf jeden Fall fehlen mir da noch Sachen. Ich muss mal gucken, kann ich das nicht auch mit Cobblestone herstellen? Ja, kann ich. Ganz einfach, guck mal. Steinaxtkopf. Oh nicht, jetzt werde ich hier geschubst. Wer schubst denn da? Bestimmt die Jasmin. Petra kann das nicht sein. So, die beiden brauche ich noch. Ja. So ist das. Und dann können wir die beiden Sachen gleich auch noch gießen. Dann haben wir alle Sachen soweit fertig. So. Und dann baue ich hier einen Excavator. Verdammt, jetzt habe ich eine leere Goldplatte gemacht. Die können wir da auch wieder reinschmeißen. Zack. Nein, können wir nicht. Cannot be small. Naja gut, dann gucken wir gleich mal, ob wir die irgendwie... Kriegen wir bestimmt auch gestanzt. Ein Excavator. Habe ich den Head dafür schon? Ja, Excavator Head habe ich. Zack. Den Kopf. Habe ich irgendwo das Buch für das Zeug hier hingeräumt? Dann können wir nämlich gleich mal in dem Buch nachlesen, was man da am besten nehmen kann. So, ich habe doch hier noch irgendwo ein Pattern-Stencil, ne? Ist das der da? Ja. Pan-Pattern. Auf Holz? Obwohl ich da... Lol. Naja, egal. Ärgerlich um die 2 Barren, aber ist dann jetzt so. Ich wollte das schlaue Buch da hinten haben. Hat jemand einfach Sugarcane übergelassen? Hier, ne? Meine Hausbaustelle kennt ihr ja auch. Da geht's auch gleich weiter. Könnt ihr selber auch einen Excavator bauen. Dann geht das schnell mit dem Fußboden rausnehmen. Zuckerrohr gehört doch. Erstmal hier mit rein. Silent Gems, Dynamics, Materials and You. Da könnte das drinne stehen. Modifiers. Modifiers klingt erstmal gut. Ja, Supercharged Sachen ist klar. Supercharged. Es gibt Haste, es gibt Luck. Der Diamond für die Haltbarkeit. Schärfe mit Netherquarz, Block auf Quarz. Okay. Die Jasmin, die stirbt hier immer. Das ist ja doof. MRL 50% Durability. Ach, das Supercharged Fortified. Increases Mining Level, okay. Reinforced.
Reinforcement adds a chance not to consume durability. Okay. Gibt multiple levels noch. Silk Touch, ja, okay. Gut, da gibt es eine Menge tolle Sachen. Mending Moss habe ich auf meinem Pickel schon drauf, der Stufe 3. Glowing, Blasting. Okay. Slow Motion, Multilevel, okay. Embossment klingt auch cool. Aber da muss man schon eine Menge tun. Ach, mit zwei Fischen auf dem Pfeil kann man mit so einem Bolzen auch besser schießen. Das ist interessant. Das ist die Smeltery. Alles klar. So, wir können mal eben bis zum Anfang zurück. Tool Materials. So. Wir haben ja bisher Ember haben wir auch, Topaz Garnet. Also so richtig viel haben wir dafür ja noch nicht, ne? Night Slime haben wir auch noch nicht. Pick Iron, Iron. Kobalt habe ich noch nicht gefunden. Kupfer, Bronze, Lead, Silber, Stahl. Stahl wäre ja auch schon cool. Ist auf jeden Fall schon Level Obsidian. Auch auf dem Excavator. Ist hier gar nicht mit drauf, oder? Can be cast from Molten. Ja, Steel Ingot. Wie macht man denn Stahl? Gucken wir doch mal. Das wäre ja schon mal Mana Steel? Nein, nur Steel. Nur Stahl. Stahl Ingot. Da ist es. Man schmelzt Steel Grid. Wo kommt man das denn her? Zum Crusher. Ja, okay. So. Ingot. Wo bekommt man das Ingot her? Crushed Iron. Ja, okay. Ist also irgendwie schwierig. Weiß ich gar nicht. Gibt es da ein Grundmaterial? Ich bin zu doof dafür, bin ich ganz ehrlich. Was soll's. Wir bauen so gut wir können erstmal mit Eisen und Kupfer. Einen Excavator. Den Excavator, da brauchen wir eine Platte. Ein Tough Binding, die Tough Tool Rod und den Kopf. Der Kopf liegt da hinten schon drinne. Den Kopf können wir tatsächlich mal aus Eisen gießen. Was braucht der Kopf denn? Das steht doch gleich hier drauf, ne? Acht. Fünf sind schon drinne. Sechs, sieben, acht. Das Tough Binding habe ich auch schon. Dort. So, Tough Binding. Klack. Speichert er das jetzt? Ich hoffe doch. So, und dann Kupferstiel. Wie viel Gold haben wir denn da jetzt noch drin? Ein Block 8 Ingots. Können wir erstmal einen Goldblock abzapfen, bevor sich das Gold und das Kupfer gleich
miteinander paaren. So, der kommt zurück, dann brauchen wir die Tough Tool Rod. Klack. Das Gold schmilzt sich da gerade ein. Raus damit. Die Tough Tool Rod braucht 3. Und 3 Kupfer da rein. So. Jetzt können wir nochmal in das Buch gucken. Tool Materials Gold. Gibt es nicht. Mit Gold kann ich da also nichts anfangen. Das hat kein Einfluss. Silber. Haltbarkeit. 9,5. Modifier, okay. Achso, das ist extra 150 als Platte. Wäre ja schon mal ein Anfang. Ja, können wir doch eine... So, dann können wir den gießen. So, dann brauchen wir eine Platte. Können wir eine Bleiplatte nehmen? Ne, Silber wollte ich. Was bringt Blei denn? Lead. Tools. Lead. Bringt nur 8. Ach, Lead bringt 100. Da wäre Silber tatsächlich besser. Was habe ich denn sonst noch hier? Das ist halt Bronze, das ist Kupfer. Erze, die ich noch nicht habe. Die Shard bringt nur 20 extra. Hat auch so keine besonderen. Treated Wood, wir können mal durchgucken. Elektrum, das habe ich leider noch nicht. Weil ich kann ja mal gucken, wie man Elektrum herstellt. Elektrum Ingot. Crafting Table. Nein, ich möchte ja Elektrum. So. Elektrum Grid. Ist Silber und Gold zusammen? Ergibt Elektrum. Ach, okay. Arc Furnace Casting. Ja, Smolten Elektrum, das ist klar. Ist die Frage, ob der Alloyen killen? Was ist jetzt Stonebrook dafür? Ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade denke. Zumindest können wir uns mal Silberbarren gießen. Da spricht ja nichts gegen. Silber war hier unten drin, ne? Genau.